Yo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier zur neuen Folge von Cold War. Letztes Mal hatten wir ein Kapitel beendet. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es heute weitergeht. Rotes Licht, grünes Licht, heißt unser neues Kapitel. Lasst gerne ein Abo da, lasst gerne eine Meinung da. Schaut gerne auf Instagram, TikTok vorbei. Links sind alle unten in der Bio und los geht's. Volkovs Informationen bestätigen unsere schlimmsten Befürchtungen. Erzeus hat eine Atombombe durch Ost-Berlin geschmuggelt. Das ist noch nicht gesichert. Er hat sie, da bin ich sicher. Wir haben in Volkovs Daten verschlüsselte Koordinaten für eine unbesiedelte Region in der ukrainischen Sowjetrepublik gefunden. Ein Überflug zeigte das hier. Ich will genau wissen, was in diesem Gebäude vor sich geht. Wir brauchen die anderen. Mason und Woods stoßen aus Kiew zu uns. Well, du steigst mit Woods hier ein. Mason und ich kümmern uns um die Evakuierung. Okay. Park sitzt am Funkgerät. Wir kennen weder Truppenstärke das heißt, noch Ausrüstung. Handelt nach das eigenem Ermessen, falls es zum Kontakt kommt. Werfen wir einen Blick hinter dem eisernen Vorhang. So, wir sind Bell natürlich. Müssen ukrainisches solitärisches Sowjetunion. Ich empfange keinen weiteren Funkverkehr. Du bist sicher, Woods. Perfekt. Axt, ich hab nur eine Axt. Halte Mason und Adler bereit. Euer Ernst? Gehen wir. Okay. Ohne Sniper. Los geht's, durch den Wald durch. Die Basis ist gleich hinter dem nächsten Kamm. Geht rein, seht euch um. Und okay, das heißt, wir dürfen nicht auffallen. Scheiße, Park. Ich wollte noch bleiben. Gulag ansehen. Macht das, nachdem wir wissen, was Perseus vorhat. Was? What the? Okay, ich hab's so gesagt zum. Ein Foto fürs Kommando. Alter, ist das Teil riesig. Zeit, uns die Hände schmutzig zu machen. Ich sehe oben und unten Wachen. Wähle dein Ziel. Okay. Das Shooting ist vorbei. Wo müssen wir hin? 32 Meter. Bereit bist. Okay, Problem gelöst. Geh du vor, den Hang runter. Ich muss runter. Na gut. Boah, warte schnell. Mach Bilder von allem, was wichtig aussieht. Karten, Baupläne, was immer du findest. Ach man, warum muss ich denn da rein? Das ist neu. Müssen wir jetzt auch immer wieder machen. Finde einen Weg ins Hauptgebäude. Ich folge dir und kümmere mich um den Alarm. Gut, aber es gibt Linie. Schnelle Reaktion. Scheiße. Eine Patrouille nähert sich mir. Finde einen Weg hinein. Ich gehe aus. Es sind zu viele Wachen. Fuck, das sind zu viele Leute, Mann. Was mich dieser scheiß Pistole will. Well, pass auf. Die schicken einen Heli zu deiner Position. Ah, das wäre der Weg gewesen, glaube ich. Das ist auch ziemlich simpel. Ich bin schon gesehen worden. Hier geht's doch rein. Wir haben den Eingang gefunden, Leute. Perfekt. Viererschloss. Oh mein Gott, fuck.
Woods, komm schon, Woods, komm schon. Ja, Mann. Oh mein Gott. Woods hat uns so fucking nochmal das Leben gerettet. Hinter dir. Hey, wieso? Mann, danke, du hast mir so den Arsch gerettet. Du hast was verloren. Der Junge ist ein Wahnsinn. Park, Erl hat einen Weg hineingefunden. Wir haben nicht viel Zeit. Dann beeilt euch. Keine Einwände. What the fuck, was ist das? Wachen, da unten. Ich gehe runter und greife auf dein Zeichen an. Alles klar, bin bereit. Mann, Wutz, du hast gar keine Aim. Sicher, drücke vor. Du rückst vor? Oh, ich hätte drauf müssen, oder? So, wo bist du, Woods? Wo? Das Zielgebiet, wo ist das Zielgebiet? Hier rein, oder was? Ah, hier. Gut. Das ist eine Plastikpuppe, Mann. Kein beschissenes Wort, Bell. Wo sind wir hier? Spielhalle oder so. What? Das ist New. Was ist das hier? Nuketown? Was zur Hölle ist das hier? Das ist ein Spätzners-Trainingsparcours. Sieht aus wie ein beliebiges Kaff in den USA. Ah, scheiße, das ist ein Anfuck. Weg hier! Wo bist du hingelaufen? Hier, okay. Spätzners. Die Spezialeinheit der Russen. Wo seid ihr? Die Granaten sind weg, scheiße. Leute, das sieht aus wie... Für die Spezialeinheit sind sie echt. Werfe eine Granate! Russisches Fahrzeug nähert sich. Was sind die denn alle? Ich sehe die halbwegs gar nicht. Wo seid ihr denn? So, wo müssen wir hin? Wo? Oh, Halleluja, wo sind die denn? Da steht zwar, geht die Straße hinunter, aber ich habe keine Ahnung. Da oben werden die dann sein, oder? Ah. Gut, da gehen wir ins Casino rein. Da dürfen wir da rein? Nein. Doch, wir dürfen da rein, perfekt. Okay, das ist nur der vorerste Raum. Wo bist du, Woods? Ah, 83 Meter, geht die Straße. Ah, deswegen hinunter. Ah, da oben steht auch einer. Wo ist der zweite? Wo? Ich kann mich nicht verstecken. Ah, da vorne steht er. Im Bürgerschutz steht doch auch noch einer. Oh mein Gott, da sind ja gefühlt 30 Leute drin. Keiner will Pizza, Mann. Hell, lauf zum Kontrollturm. Wo ist der Kontrollturm? Wo ist der fucking Kontrollturm? Oh mein Gott, wo?
Genau, dann carry mich doch mal, bitte. Jetzt bin ich in der Falle. Wo ist der Wie geht's in den Kontrollraum rauf? Ja, das. Schieß doch, Mann! Es laggt, ich stehe. Sowjetischer Juggernaut hat dich getötet. Juggernaut? Sowjetisch. Okay. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wo ich hinlaufen muss. Ah, da sind Granaten. Tomahawken gibt's da. Ach, Tomahawk. Ich brauche hier den Tomahawk, oder? Vermutlich. Alter, da kommt gleich ein Juggernaut runter. Wie komme ich in den scheiß Turm? Da ist der Turm. Hä? Wie soll die Mission denn funktionieren? Aua, 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 aua. Perfekt. Wohin? Alter, die Musik, die macht mir Angst. Hier geht's nur rauf. Okay. Wohin? Okay, jetzt, Alter, das macht mir so richtig Angst, diese ganze russische Stimmung. Die Stille ist sehr beunruhigend. Also, die Stille ist nur da, wenn ich nicht in den Kopf getreten habe. Wir sind hier in eine Schießübung geraten. Hier wimmelt es von Russen. Wir suchen auch nach Infos. Scheiße. Mason und Adler halten sich bereit für die Evakuierung. Sie klang wütend. Klang sie wütend? Nein. Besorgt, würde ich wohl eher sagen. Kommunisten, Kommunisten überall. So. Mal sehen, was die Russen hier. Alter, das Teil ist mindestens 20 Jahre, 30, 40 Jahre alt und uralt. Na, das ist sogar alles auf normale Schrift. Das ist Kinderkram. Such weiter. KGB Tagesberichte. Zugriffsbeschränkung. Langweilig. Was gibt es noch? Operation Greenlight. Also grünes Licht. Was ist Operation Greenlight? Kannst du das hacken? Nein. Passwort ergeben. Na klar, dass es ein Passwort gibt. Sieh dich um. Die Russen sind nicht so schlau. Vielleicht liegt da was auf dem Schreibtisch rum. Zugriffsbeschränkung. Keine Ahnung. Such weiter. Klasse. Uralte Sachen, aber Wahnsinn, wie die das da aufgebaut haben. Schön anzusehen. Aufnahme 1, 2, Project Greenlight. Scheiß drauf. Ich nehme einen Ausdruck mit. Perseus hat ein CIA-Atomprogramm namens Operation Greenlight infiltriert. Geleitet von Hudson. Die gestohlene Bombe ist amerikanisch und Hudson wusste es. Oh nein, oh nein, oh nein. Scheiße, wir müssen hier weg. Fuck, was? Die Russen haben es aber auch ganz schön drauf gehabt. Hark, kommen! Hudson hat gelogen. Er hat uns belogen, verdammt. Wovon sprichst du da? Ich spreche von Greenlight.
Das ist es, worauf es Perseus abgesehen hat. Und die ganze Sache stinkt nach Hatzen. What? Die Verbindung bricht ab. Kommt einfach da raus. What the fuck, what the fuck, ja. Scheiße. Dieser MTB wird uns zerfetzen. Nutzt die Passage als Deckung. Nicht stehen bleiben, sonst sind wir tot. Die wollen uns töten, aber sowas davon. Danke, Mann. Renn doch mal ein bisschen schneller, Wutz. Da vorne! Granate! Das ist ein Hinterhalt. Wutz, kannst du denn noch über irgendwas? Boah. Das ist aber ganz schön passiert. Ah, da hinten sind noch mehr Leute. Ja, ich auch, Mann. Schwerfeuer, dann geh. Wutz! Komm, flieg runter! Ja! Wutz, musst du hier noch schlafen oder können wir endlich gehen? Wutz, beweg deinen fetten Arsch! Ich muss vorgehen, okay? Dafür, dass Edler und Mason am Evakuierungspunkt verlegt. Gott sei Dank, wir sind in einem Punkt. Wir müssen zu diesem Die Musik ist so... Ach, echt. Wie geht's raus? Ah, oh, wir müssen den Panzer einsteigen. MTV, oder? Das Teil ist so krass. Los geht's, Mann. Festhalten, Bell. Bell, pass auf, der Messer kommt von rechts. What the fuck, du Psychopath? Das nennt man Stadtsanierung, ihr Wichser. Komm schon, Baby. Haltet durch. Schieß weiter, ich suche einen Ausgang. Könnt ihr hier nicht mal ein paar verdammte Straßen? Das ist wie eine Riesenstadt. Der MTV wurde zerstört. Ja, Mann, wir sind durch. Wir sind draußen. Hörst du mich? Wie ist die Lage? Kommt alle zusammen, Park. Das ganze Team hat es geschafft. Jede Menge zu erklären. Ja. Aber ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Aber das werden wir heute nicht mehr sehen. Jetzt noch der letzte Trailer. Die Hände sind hinten dran. Ja, Sir, ich bin dran. Das ist Hudson, oder?
was die Atombombe von Greenlight war. Was verschweigst du noch? Ich prügel die Wahrheit aus dir raus. Das würde ich mir überlegen, Woods. Alle mal ganz ruhig. Dieser Schwanzvergleich hilft uns nicht, Perseus zu finden. Warum hast du nicht gesagt, dass es eine US-Bombe ist? Wir sollten seine Fehler ausbaden. Der Wichser hat uns die ganze Zeit belogen. Nein, keine Lügen. Das sind selektive Fakten. Das kannst du am besten, stimmt's, Hudson? Leute manipulieren. Deine Version der Wahrheit auftischen. Es gibt keine Wahrheit. Nur die Wahl, wem man glaubt. Butler weiß, was ich damit meine. Oder nicht, Russ? Operation Greenlight. Was ist das? Erzähl uns alles. 58 war das Wettrüsten in vollem Gange. Eisenhower glaubte, bei einer roten Invasion Europas könnten wir nicht schnell genug reagieren. Er autorisierte Operation Greenlight, ein Geheimprogramm zur Platzierung von Atombomben in jeder großen europäischen Stadt. Die ultimative Gegenmaßnahme zur Sowjetinvasion. 1974 wurden die Bomben...